Und wir machen weiter mit Level 3 von Noitolove 2. Nun befinden wir uns in Japan, aus welchem Grund auch immer, und verfolgen unsere Widersacherin Willow. Ah. Ich frage mich, was die Japaner mit solchen Fallen wollen, aber... Na gut. Ein paar Samurai. Na komm. Ihr seid auch keine Herausforderung für mich. Ah, oder vielleicht doch eine kleine, okay. Aber ihr seid tot. Fischmenschen. Aha. Die besiegt man eigentlich am einfachsten, wenn man sie einfach so wirft. Es ist wirklich Schwachsinn, gegen die zu kämpfen, weil die einfach viel zu viel aushalten. Und die... Okay, zu den Frauen, da fällt mir jetzt gerade nichts ein. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal Frauen gesehen habe, die irgendwelche schweren Gewichte auf einen werfen. Ich habe auch in Japan noch nie von solchen Frauen gehört. Die Jungs kommen ja auf einige komische Ideen, aber das... Wow. Und, oh, was ich gerade sehe, ich bin fast tot. Naja. Dich sollte ich doch noch schaffen. Zu dem Boss muss ich gleich sagen, ich greife ihn deswegen größtenteils nur mit den Energiebällen an, da ich persönlich keine Ahnung habe, wie man ihn sonst besiegen soll, da er einfach nur rumhüpft und blind um sich schlägt. Und, ah, wir haben wieder Lebensenergie. Okay, Quallen sind scheinbar auch keine als große Herausforderung für uns. Kann es denn irgendwer aufhalten? Niemand schafft das. Nein, wenn wir... sind einfach etwas zu stark für sie. Okay, wer kommt nun? Oh, ein riesiger Wasserdrachen, eine Schlange. Ah. Aber auch der scheint keine allzu große Herausforderung zu sein. Obwohl er uns hier einige Male trifft. Der Feigling flüchtet sogar vor uns. Wow, tödlicher Bambus, der uns hier angreift. Ich denke mal, dieses Gebiet überspringen wir einfach so schnell wie wir können, weil ich keine Lust habe, da so ein Ding plötzlich in meiner Kleine hier stecken zu haben. Na komm, spring da hoch. Und... was ist das? Wild und Doppelori selbst. Von der ich, genau wie bei dem Boss mit dem Hammer eben, nicht wirklich die Ahnung habe, wie man sie effektiv bekämpfen soll. Gerade bei der Attacke, da habe ich unheimliche Probleme. Was ist das? Unser kleiner Freund von gerade taucht plötzlich auf. Und springt einfach unseren Kampfplatz. Das ist aber nicht sehr freundlich von dir. Okay, komm her. Na nur? Willow hilft uns. Ist sie etwa doch nicht so böse, wie wir dachten? Dahin. Und mit diesen Angriffen sollte auch dieser Boss endlich ins Gras beißen. Du kannst einen anderen Angler nerven, aber nicht mehr uns.
So, damit wäre dann auch Level 3 von diesem Spiel abgeschlossen. Wir sehen uns gleich wieder.